Digitale Friedenspädagogik stärkt die Resilienz von Kindern und Jugendlichen, gerade in Krisenzeiten. Wir haben Corona, der Krieg gegen die Ukraine, die Klimakrise, die Inflation, Wirtschaftskrise, das Erdbeben, Naturkatastrophen. Mit all diesen Krisen sind Jugendliche und Kinder und natürlich auch wir im Erwachsenenalter beschäftigt. In der Corona-Pandemie, die jetzt zwar so gut wie vorbei ist, aber wir merken immer noch die Konsequenzen und was in dieser Pandemie einfach passiert ist. Wir haben veränderte Mediennutzungsrealitäten gehabt. Die Ministerin hat es ja gesagt, wir haben einen deutlichen Anstieg an der Nutzung von Medien bei Kindern und Jugendlichen verzeichnen können. Wir sehen aber auch eine starke psychische Belastung, zum einen in den Lockdowns, aber man muss ehrlich sagen, dass sie auch immer noch andauern. Wir sehen bei Mädchen verstärkt Essstörungen, bei Jungs eine erhöhte Anzahl an Betroffenen, die Online-Sucht oder Gaming-Sucht haben. Wenn wir zur Klimakrise uns das anschauen, hier sehen wir, dass viele Kinder und Jugendliche Zukunftsängste haben, bis hin zu einer schwerwiegenden psychischen Belastung. Auf der anderen Seite aber auch viele Kinder und Jugendliche, die sich bei Fridays for Futures beispielsweise engagieren. Bei dem Krieg in der Ukraine können wir ganz klar Kriegsangst sehen. Und ich möchte gerade auf diese Krise in meinem Vortrag noch mal näher eingehen und damit auch arbeiten, wie das medial dargestellt wird. Wenn wir jetzt die Wirtschaftskrise oder die Inflation anschauen, dann sind es etwa 2/3 der Jugendlichen, die sich darum Sorgen machen. Es führt auch dazu, dass Unsicherheiten und Ängste, die sowieso schon bestehen, aufgrund dieser anderen Krisen durch die Inflation noch mal verstärkt werden. Wenn wir uns das jetzt also anschauen, ist es nicht so, dass wir in einer Krise leben oder Jugendliche mit 1 bis 2 Krisen zurechtkommen müssen. Vielmehr ist es so, dass wir heutzutage in einer Art Polykrise leben. Das heißt, es gibt verschiedene Krisen, die sich wechselseitig auch beeinflussen und eben auch teilweise verstärken. Diese Krisen finden natürlich nicht nur in der Realität statt, sondern werden auch in den Medien behandelt, sowohl in den klassischen Medien als auch in den sozialen Medien. Und es ist praktisch so, dass man dem gar nicht mehr entkommen kann. Wird es denn wirklich einen Krieg in Deutschland geben? Ja oder nein? Ich habe echt große Angst. Wieso schaffen wir es nicht, Frieden an alle Menschen zu bringen? Wie kann ich den ukrainischen Kindern helfen? Das sind 3 exemplarische Fragen, die ich Ihnen mitgebracht habe von unserem Portal www.frieden-fragen.de. Es ist ein Portal für Kinder und Jugendliche, in dem sie Fragen zu unseren Themen stellen können. Es gibt da auch eine Themenwelt, wir haben multimediale Inhalte. Und mit dem Krieg in der Ukraine konnten wir in den ersten Wochen und Monaten einen 1000-prozentigen Anstieg an BesucherInnenzahlen verzeichnen. Wir haben unzählige Fragen bekommen von Kindern und Jugendlichen und das ist so praktisch das Exemplarische. Wir konnten auch sehen, wenn Putin mit Atomwaffen gedroht hat, dann haben wir einen sehr starken Anstieg bekommen, auf einmal mit Fragen, wo es genau um Atomwaffen ging. Und es ist nicht nur so, dass Kinder und Jugendliche uns Fragen schicken, sondern auch Erwachsene. Denn es ist nicht so, dass die Erwachsenen in diesen Krisen unbedingt kompetent sind, sondern sie haben auch Ängste und sind verunsichert. Wir haben ja jetzt schon die Rolle von den sozialen Medien in Krisenzeiten und dass man dem nicht mehr entkommen kann. Man kann den Fernseher nicht ausschalten und man kann die Tageszeitung nicht einfach zur Seite legen. Das heißt, Kinder und Jugendliche werden in den sozialen Medien mit diesen Krisen und auch dem Krieg in der Ukraine konfrontiert, aber auch natürlich in den klassischen Medien. Es ist so, dass wir sagen können, dass der Krieg in der Ukraine auch ein Informationskrieg ist, der von beiden Kriegsparteien genutzt wird. Und das hat die Ministerin ja auch schon angesprochen, auf TikTok kursieren sehr viele Videos über den Ukraine-Krieg. Das ist praktisch das Epizentrum für Bilder und Berichte aus dem Kriegsgebiet, auf der anderen Seite aber auch ganz klar für Desinformation und Propaganda. Und aufgrund der Funktionsweise von TikTok werden diese Bilder, diese Videos einfach in den Feed der Kinder und Jugendlichen oder der Nutzerinnen gespült. Man kann praktisch sich gar nicht dagegen wehren, weil das einfach auf dieser Grundfunktionsweise von TikTok basiert.
Diese Videos sind jetzt nicht immer unbedingt echt. Es gibt zum einen Fakes, es gibt Videos, die mit einer Tonspur unterlegt sind, die eigentlich aus Computerspielen stammten. Es gibt Videos, die aus einem ganz anderen Kontext gerissen wurden und als Kriegsbericht aus der Ukraine ausgegeben werden. Und es ist für Kinder und Jugendliche sehr schwer zu unterscheiden, was ist denn jetzt echt und was ist falsch. Das heißt, wir haben eine Herausforderung an die Medienkompetenz der NutzerInnen. Und das sind auch nicht nur Kinder und Jugendliche, das gilt auch für Erwachsene. Diese Inhalte, gerade auf sozialen Medien, sind oft emotionalisierend. Also die Musik, die verwendet wird, ist emotionalisierend. Auch teilweise, es wird dann auch mit Schicksalen, mit persönlichen Schicksalen Berichte gemacht. Und das ist verbindet zum einen, aber zum anderen schürt das natürlich auch noch weiter Angst. Aber, und das muss man auch sagen, TikTok kann auch eine Art, also auch gesehen werden als eine Art kollektive Bewältigungsstrategie. Als es nämlich losging mit dem Krieg in der Ukraine, war es nicht nur so, dass diese Kriegsbilder und diese Kriegsberichte gezeigt wurden, sondern Nutzerinnen haben ihre Ängste geäußert. Es gab zum Beispiel auch Anleitungen, wie man eine Notfalltasche bastelt. Und es gab Aufrufe an Putin, dass dieser Krieg zu stoppen sei. Es gab also einen unmittelbaren Diskursraum im Netz. Wie wird jetzt dieser Ukraine-Krieg in den Medien dargestellt? Da kann man erstmal unterscheiden zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Anbietern. Und in den Öffentlich-Rechtlichen ist es so, dass es eigentlich sehr sachlich dargestellt wird. Es gibt schlichte Hintergrundbilder, es werden vor allem aktuelle Ereignisse dargestellt. Dahingehend sind die Nachrichten bei privaten Anbietern schon eher von einer gewissen Dramatik. Es werden auch Emotionalisierungen durchgeführt und das wiederum führt natürlich auch dann vielleicht auch wieder zu verstärkten Ängsten. Insgesamt ist es so, dass Krisen in Nachrichten vor allem eben aktuelle Ereignisse berichtet werden und weniger Hintergründe. Das sehen wir auch auf Friedenfragen, dass dort immer ganz oft die Frage kommt, warum. Wenn wir ein bisschen zurückschauen mit dem Krieg in Syrien, der war zwar sehr oft in den Nachrichten, aber irgendwann wussten die Leute gar nicht mehr, warum es eigentlich Krieg in Syrien gab. Also diese Frage kam eine Zeit lang sehr, sehr oft auch von Erwachsenen. Und dieses Warum beschäftigt Kinder und Jugendliche ganz besonders. Genau, dann habe ich ja schon gesagt, TikTok nennt man mittlerweile WarTok und neben den, also diesen Berichten muss man auch sagen, was ich sehr faszinierend fand, ist, dass TikTok beispielsweise die Mobilmachung Russlands Anfang 2021 ganz klar zeigt. Es gab Videos, wie militärisches Gerät an die Grenze gebracht wurde und im Gegensatz dazu hat die ARD-Korrespondentin in Moskau, die da wirklich auch ja, sehr erfahren ist, die war sich im Januar 2021 noch sicher, dass Putin nicht angreifen wird. Und da sieht man auch schon die Diskrepanz zwischen sozialen Medien und klassischen Medien. Wie informieren sich denn jetzt nun Jugendliche? Nun, zum einen natürlich viel auch über das Netz, über soziale Medien, aber zum anderen muss man sagen, dass gerade in Krisen auch die klassischen Medien wichtig sind. Es gibt eine Untersuchung vom IZI im Frühjahr 2021 und da war es so, dass sich wirklich 45% der befragten Jugendlichen über das Fernsehen informiert haben, also über die Tagesschau, das ZDF heute oder auch Logo TV. Ein Viertel über das sogenannte Internet, was immer das dann auch sein mag, und ganz viele informieren sich aber als Quelle bei Eltern und erwachsenen Bezugspersonen. Und dazu möchte ich später auch noch mal näher drauf eingehen. Was ist jetzt das Besondere am Internet? Das Internet macht Desinformation, Verschwörungstheorien, aber auch Hate Speech sichtbarer. Es vernetzt Menschen, die zum Beispiel an Verschwörungstheorien glauben und macht es einfacher, dass sie sich radikalisieren. Für Jugendliche gibt es auch keine zwei Welten mehr. Es gibt keine analoge und digitale Welt, das ist eins. Und soziale Medien sind natürlich sehr stark auf Emotionen fokussiert, weil das die Verbreitung wiederum fördert. Was können wir jetzt tun? Nun, wenn wir an Desinformation, an Verschwörungstheorien und an Hate Speech denken, dann ist Bildung ganz klar der Schlüssel. Wir müssen präventiv arbeiten, weil Menschen zurückzuholen, die schon ein verfestigtes Weltbild haben, die an Verschwörungstheorien und Desinformationen glauben, ist unglaublich schwierig. Deswegen ist Prävention angesagt.
Und da möchte ich jetzt noch mal kurz auf die digitale Friedenspädagogik eingehen. Ich habe es ja schon so ein bisschen erklärt, was es bedeutet. Wir wollen eben Aufmerksamkeit schaffen für Desinformation, Hate Speech und Verschwörungstheorien. Wir wollen Räume öffnen für Jugendliche oder auch Teilnehmende in unseren Workshops, um sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und wir wollen eine digitale, gewaltfreie Streitkultur stärken, den Frieden fördern. Ich sage immer, ich möchte, dass es auch das Internet wieder ein friedlicherer Ort ist, was teilweise auf Unglauben stößt bei meinen Zuhörenden, aber das ist wirklich mein Ziel und eben auch durch das Nutzen von digitalen Anwendungen und Plattformen, weil ich glaube, man kann nicht nur sagen, das Internet ist schlecht, das bringt eben auch vieles, was wirklich gut ist. Genau, wie sieht jetzt Bildung gegen Desinformation und Verschwörungstheorien aus? Also wichtig ist, dass es, wie gesagt, präventiv ist. Dann ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass es partizipativ ist, also den Einbezug der Zielgruppen in die Entwicklung der Materialien, auch in die Umsetzung vielleicht der Workshops und wirklich da auch an ihre Lebenswelt anzudocken und dann eben die positive Friedensorientierung. Man kann also sagen, dass man mit einem präventiven, partizipativen und am gesellschaftlichen Frieden orientierten Angebot kann Bildung, Resilienz in Krisenzeiten stärken. Man kann Wissen vermitteln und die Meinungsbildung unterstützen und die Fähigkeit zum konstruktiven Umgang mit Konflikten fördern und so wiederum das Engagement zu einem friedlichen Zusammenleben ermutigen. Ich will Ihnen jetzt noch zwei unserer Projekte vorstellen oder einen kurzen Einblick geben. Das eine ist Hashtag Verschwörung. Das ist, wir haben da ein Toolkit entwickelt gegen Verschwörungstheorien für Jugendliche zwischen 16 und 20 Jahren. Das ist ein phänomenübergreifender Ansatz. Das heißt, wir konzentrieren uns auf keine extremistische Strömung im Einzelnen, sondern gucken da eher so universalpräventiv drauf und es hat einen Peer-Ansatz. Das heißt, wir haben sowohl in die Entwicklung des Toolkits als jetzt auch bei der Umsetzung in der Workshops haben wir mit Peers gearbeitet und haben eben jetzt Peer-Trainerinnen ausgebildet. Es geht weniger darum, sich mit einzelnen Verschwörungstheorien auseinanderzusetzen, sondern darum zu vermitteln, dass man verschwörungstheoretische Narrative erkennt und aber auch beispielsweise Ursachen und Motive aufarbeitet. Warum glauben denn Menschen an Verschwörungstheorien? Warum ist es wichtig, dass ich Narrative, wenn ich die jetzt beispielsweise auf Telegram sehe oder auch in sozialen Medien eben nicht teile? Warum? Welche Funktionen Verschwörungstheorien erfüllen sollen und warum sie verbreitet werden. Und wir wollen eben auch eine digitale Zivilgesellschaft mit diesem Projekt fördern. So die Elemente von dem Projekt, also in der Mitte steht natürlich das Toolkit, das ist das Herzstück, da werde ich auch gleich noch näher was dazu sagen. Dann haben wir ein Seminar an der Universität Tübingen gemacht, also das waren dann sozusagen die Peers, das war interdisziplinär. Jetzt machen wir Workshops an Schulen, aber auch in der außerschulischen Jugendarbeit. Wir haben praktisch 40 Workshops pro Jahr geplant, sind aktuell im zweiten Durchführungsjahr von diesen Workshops und bieten aber eben auch Fortbildungen für MultiplikatorInnen an und haben 35 TeamerInnen ausgebildet, die dann diese Workshops im Tandem durchführen. Die Themen des Projektes sind, wir haben insgesamt 5 verschiedene Themen identifiziert mit den Peers. Das geht einmal um das Grundwissen von Verschwörungstheorien. Da gibt es verschiedene, so die Gemeinsamkeiten verschiedener Verschwörungstheorien. Wir arbeiten mit historischen Verschwörungstheorien als Beispiele und bringen auch diese Gründe und Funktionen. Das ist ganz wichtig. Also wir hatten einen Workshop mit Jugendlichen und die haben am Anfang sehr stark Menschen abgelehnt, die an Verschwörungstheorien glauben. Und da musste man erstmal so ein bisschen die Motivation schaffen, warum sollte man sich damit beschäftigen und nicht einfach nur sagen, jemand, der an Verschwörungstheorien glaubt, ist, also ich sage es mal im O-Ton, der Jugendliche dumm. Genau. Dann das zweite Thema sind Verschwörungserzählungen und ihre Gefahren. Also da gucken wir uns Narrative an, so Brückennarrative, was kommt denn immer wieder vor? Auch Antisemitismus als Kern und was ist die politische Funktion von Verschwörungstheorien? Die werden nämlich von gewissen Akteuren auch ganz gezielt gestreut. Dann bei den sozialen Medien geht es sehr stark einfach nochmal um Medienkompetenz, auch wie funktionieren soziale Medien, wie verbreiten
Wie wirken die bei der Verbreitung von Verschwörungstheorien teil mit? Und bei dem vierten Thema, das ist natürlich meine Organisation, wir sind im Bereich der Friedens- und Konfliktforschung tätig, ist der Umgang mit Konflikten. Also, und das haben wir bei Corona ja alle erlebt, dass wir auf einmal einen Onkel hatten oder eine Freundin oder einen Freund, der an Verschwörungstheorien geglaubt hat und man wirklich in so eine Art Handlungsdruck gekommen ist, weil es einen offensichtlichen Konflikt gab, weil die Person einen überzeugen wollte. Das letzte ist ein Planspiel und da geht es wirklich auch so eine gemeinsame Vision über ein gesellschaftliches Zusammenleben zu entwickeln. Das Toolkit ist modular aufgebaut, das heißt, jedes dieser Themen hat drei Module und man kann jeden Workshop praktisch auf die Bedürfnisse der Schule oder auch des außerschulischen Anbieters anpassen und dementsprechend durchführen. Ich habe Ihnen jetzt noch ein paar Beispiele mitgebracht, wie denn diese Lernmaterialien aussehen. Wir haben beispielsweise ein Memory, das dann ganz gut als Einstieg gilt, wo das dann die Jugendlichen spielen können. Das geht sowohl analog als auch digital. Alle unsere Materialien können auch digital angewendet werden. Wir haben einen Erklärfilm, wir haben eine App, wo wir praktisch so ein Quiz haben und so eine digitale Schnitzeljagd durchführen mit Actionbound. Und wir haben interaktive Infografiken, die können Sie sich sehr gerne unter www.verschwörung.de anschauen. Mit denen haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht in den Workshops. Genau. Und jetzt möchte ich noch als kleinen Ausblick dann zu meinem Projekt Digitale Wahrheiten kommen, weil ich habe es ja schon gesagt, es sind nicht nur die Kinder und Jugendlichen, die, was Medienkompetenz angeht, geschult werden müssen und auch im Umgang mit den Krisen, sondern es sind auch Erwachsene, Bezugspersonen und die Eltern. Also erwachsene Bezugspersonen sind Lehrkräfte oder auch pädagogische Fachkräfte. Und wenn ich auf die Studie nochmal komme vom IZI mit, an wen wenden sich denn Jugendliche, um Informationen jetzt gerade über den Krieg in der Ukraine zu bekommen, dann waren das 82% davon waren die Eltern. Und bei 4 von 10 waren es Lehrkräfte. Und wir sehen auch in unseren Workshops bei Hashtag Verschwörung, dass also die Jugendliche, die an Verschwörungstheorien glauben, wir haben immer mal wieder 1 bis 2, die in unseren Workshops sitzen, es ist eigentlich immer das Elternhaus, die daran glauben. Das ist weniger so, dass das, die Jugendlichen sich das selbst überlegen und es gibt auch Forschung, die zeigt, dass die meisten Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, Ü40 sind und nicht die Jugendlichen. Also haben wir jetzt ab gestern unser neues Projekt gestartet, Digitale Wahrheiten, das sich an Eltern und MultiplikatorInnen richtet. Und genau, das heißt also, gerade in Krisenzeiten gewinnen Eltern und MultiplikatorInnen als Informationsquelle an Bedeutung und auch diese Dinge einzuordnen und auch einen Raum zu öffnen, darüber zu sprechen. Das ist nämlich die Erfahrung, die wir auch in unseren Workshops machen, dass es gerade, was es so digitale Erlebnisse gibt, es extrem wenig Raum gibt, für die Jugendliche darüber zu sprechen, weil die Eltern oft keine Ahnung haben, was TikTok eigentlich ist und die Lehrkräfte genauso wenig und Medienkompetenz oft bedeutet, wie schalte ich einen Laptop an oder aus oder wie mache ich eine PowerPoint-Präsentation und kritische Medienkompetenz ist aber was bedeutend anderes. Man muss auch dazu sagen, dass Eltern sich selbst nur geringe Fähigkeiten zuschreiben im Umgang mit dem Internet und 77% davon nach dem Jugendmedienschutzindex 2022 aber besorgt sind, was ihre Kinder denn bei der Online-Nutzung erleben. Gleichzeitig geht ihr aktives medienerzieherisches Handeln zurück. Also das ist eine Diskrepanz, die irgendwie nicht aufgelöst werden kann. Außerdem ist das elterliche Wissen über Hilfsangebote und Meldestellen im Vergleich zu 2017 zurückgegangen, was jetzt auch eher erstmal kontraintuitiv ist. Ein erheblicher Teil der Erwachsenen fällt es schwer, Falschinformationen im Netz zu erkennen. Und es verbreitet sich zudem noch ein Zweifel an der Unabhängigkeit der Presse. Genauso ist es im Lehramtsstudium. Medienkompetenz ist nicht immer als Wahlpflichtfach verankert. Und deswegen kann man das auch keineswegs voraussetzen, dass Lehrkräfte hier jetzt kritische Medienkompetenz vermitteln können.
Genau. Was wir in dem Projekt Digitale Wahrheiten möchten, ist, wir wollen ein Workshop-Format für Multiplikatorinnen und Eltern entwickeln. Es hat einen transgenerationalen Ansatz. Das heißt, wir möchten gerne nicht nur mit Eltern darüber sprechen, dass sie oder Eltern kritische Medienkompetenz beibringen, sondern wirklich, dass sie auch erfahren, was ihre Kinder eigentlich erleben im Internet. Dass wir ihnen Tools und oder Methoden an die Hand geben, wie sie mit ihren Kindern auch vielleicht sprechen können, wie sie Räume für Erfahrungen öffnen können. Und das machen wir mit drei verschiedenen Themen. Also erstmal geht es darum, so das Grundwissen zu vermitteln über Verschwörungstheorien und Falschinformationen, einen Werkzeugkoffer zusammenzubasteln zur Dekonstruktion. Dann habe ich ja auch vorhin schon gesagt, ein wichtiger Punkt ist immer zu verstehen, welche Motive und Bedürfnisse bedienen Verschwörungstheorien und dann eben in diesen Austausch zu gehen. Und das machen wir so, dass diese Peer-TrainerInnen, die praktisch ja jetzt schon auch ganz viel mit Jugendlichen gearbeitet haben, dann eben auch ausgebildet werden, um diese Workshops für die Eltern und Lehrkräfte zu geben und da dann einfach auch ein direkter Austausch stattfinden kann. Genau, jetzt habe ich hier nochmal kurz die Elemente. Es wird dann auch noch eine Social-Media-Kampagne auf Instagram geben. Wir werden diese Workshop-Formate entwickeln. Genau, und das habe ich aber eigentlich alles schon erzählt. Wie können wir also die Resilienz von Jugendlichen in Krisenzeiten stärken? Wenn wir kritische Medienkompetenz stärken, ihre Konfliktfähigkeit, die Reflexionsfähigkeit, Handlungsoptionen aufzeigen, das ist einfach auch ein ganz wichtiger Punkt, Selbstwirksamkeit erfahrbar machen und die erwachsenen Bezugspersonen stärken. Und damit sage ich schon mal Dankeschön.